Hallo und herzlich willkommen zu Teil 47 des Let's Plays GTA San Andreas mit Weakling-Praktikant Tommy. Wir sind endlich durch mit den Missionen bei Zero, wobei ich die große Befürchtung habe, dass das noch nicht unser letzter Helikopterflug und auch nicht unser letzter Flugzeugflug war. Das macht mir insgesamt schon ein bisschen Angst. Ich blicke jetzt pessimistisch auf die Zukunft. Aber egal, Zero haben wir hinter uns, haben jetzt den ersten Laden, die erste Immobilie, die uns Geld einbringt. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut. Und hinten, also im Hinterzimmer, gab es ja jetzt eine rote Markierung. Da möchte ich auf jeden Fall mal reingehen. Ich hoffe, dass ich dadurch jetzt nicht irgendeine lustige Mission nochmal starte, weil die Macher sich denken, das macht so viel Spaß. Nee. Ach, nee. Nein. Ach so, ja gut. Okay, aber 3 Minuten Zeitlimit. Damit komme ich klar. Ja, dazu muss... Also jetzt gerade habe ich mal probiert, mit der Maus zu steuern. Ob ich den Flieger mit der Maus steuern kann, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Zumindest habe ich es gerade nicht hinbekommen. Heißt jetzt natürlich auch nichts, aber ja, auf der Minimap sieht man ja gar nicht, was man... was man kaputt machen muss. Das ist aber eine ganz komische Mission. Ich meine, ich finde es ziemlich cool, jetzt hier im... Ich finde es ziemlich cool, hier im Gewitter unterwegs zu sein. Aber abgesehen davon... Also ich nehme mal an... Ach, das sind jetzt alles Wagen von denen. Das ist ja höchst interessant. Halt echt. Oh, diese Steuerung. Das wird auch nicht besser. Ja. Okay, also alle Fahrzeuge in der Stadt sind jetzt Wagen von dem. Ich habe nur. Ach so, aha, okay, ja, ich habe wieder falsche Tasten gedrückt. Also das wird die Hölle. Also wenn wir irgendwann in diesem Spiel noch fliegen müssen, und das werden wir müssen, das wird schlimm. Das wird ganz, ganz schlimm. Da muss ich mir echt mal überlegen, ob ich da in irgendeiner Form eine Lösung für finde. Denn das kann so nicht angehen. Nee, wieder falsch. Das, ey, man muss so komische... So komisch steuern. Das ist alles komisch. Alles ist komisch. Ja, ich bin... dann auch froh, wenn die 3 Sekunden vorbei sind. 1-0. Yippie. Ja, reicht mir vollkommen aus. Werde ich auch so bald nicht nochmal machen, die Mission. Ich meine, es ist natürlich schwer davon auszugehen, dass für eine 100%-Wertung hier irgendwas erreicht werden muss. Vielleicht gibt es auch, vielleicht gibt es auch für gewisse Punktzahlen dann noch irgendwelche Boni. Aber das ist mir völlig Wumpe. Ja, tut mir leid, ich brauchte den Wagen. Ja, also ist mir Wumpe mit den Punkten. Ich mag das nicht. Ich mag es nicht, ich mag es nicht. Ich fahre jetzt zu Wusimu. Ich möchte wissen, wie es da weitergeht.
Wow. Schicker Wagen. Und es ist immerhin ein sehr mächtiger Verbündeter für uns in der Stadt, also den sollten wir uns warm halten. As honored as I am to share my home with you, we should lure these lizards out into the baking sun. We were followed here. The Da Nang boys are watching this apartment. As soon as we leave, they will attempt an assassination. Hey, what's the big deal? Won't you cruise on out of here, lead them to a place quiet and cap they flat asses? No offense. None taken. We find you funny. Look, long as they think Mr. Farley here is in the back, they'll follow me wherever. After a while, you can come out safely. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Ja, das hört sich doch sehr gut an. Wobei, fahr hinaus aufs Land. Ja. Vor allen Dingen cruisen wir hier jetzt erstmal durch den Nebel. Das sind schon mal suboptimale Startbedingungen meines Erachtens. You steal your license! Auch gestehen, dass ich keine Ahnung habe, ob das irgendeinen Sinn macht, wie ich hier fahre. Ich glaube, hier hochzufahren war auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Das sieht gar nicht schlecht aus. Oh, vermaledeit, aber dieser Nebel, das muss doch jetzt nicht sein. Was ist denn das hier für eine Wetterlage? Das Gewitter, jetzt das hier. You're listening to WCTR. Or maybe you aren't. Maybe you became so offended that the tight end zone has no female bones that you change stations. Vielleicht sollte ich auch doch nochmal auf die große Map. Ach ja, komm. So, vielleicht sollte ich nochmal gerade auf die große Map gucken. Dann weiß ich auch, wo es hingehen soll. Ah ja, Angel Pine, da waren wir ja lang nicht mehr. Nee, okay, fahren wir ja gar nicht so schlecht eigentlich. Ich würde ja einiges drauf wetten, dass das hier noch auf eine Konfrontation hinausläuft. Alles andere wäre schon höchst erstaunlich. Wo ist das denn hier? Auf dem Gelände, dann bin ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so schlau gefahren. Ah doch, hier? Ja. Interessant. Ah, da kommen sie doch bestimmt. Folge den Checkpoints, na yeah. Das dürfte interessant werden.
Das dürfte sehr interessant werden. Boah, mit der Kiste hier. Eieieiei. Ein großer Spaß, ein großer Spaß. Ich frage mich, ob ich die irgendwie hätte abdrängen müssen, weil ich glaube nicht, dass das so irgendwie was geben kann. Weil dann ja einfach... wo geht's lang? Fuck. Ja. Kommen immer wieder neue und der Wagen ist gleich Fritte. Die Bodenhaftung ist mal außergewöhnlich gut. Ob das so stimmt? Ich denke fast, wir sind auf der falschen Straße. Oder? Nee, kommt hin. Fuck, Polizei. Ah, okay. Die wollen nichts von uns. Sind wir die denn jetzt los, oder was hat das hier zu sagen? Das wäre ja ein Wunder. Hey. Mr. Johnson, it's Guppy, are you okay? Huh? Yeah, it's nothing. They took the bait like morons. Mr. Ramfire Lee, get out all right? Yes, Woozy has taken him to safety. Thank you. Cool. I'll see you later, man. It's Decoy! Back to Chinatown! Okay. Wow. Ja, cool. Das war aber echt mal dämlich von den Jungs. Kann man nicht anders sagen. So, was dreht sich denn da hinten? Ein Feuerlöscher? Würde ich mal sagen. Kann man den nicht nehmen? Haben wir schon eine Waffe dieser Art? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ah, doch. Ah, das ist natürlich besser. Ich meine, ein Feuerlöscher kann bisweilen auch sehr nützlich sein, aber behalten wir mal das Katana. Na gut. Ladenüberfall habe ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt vor. Nee, kommt, wir haben gerade die Mission geschafft. Da wird jetzt nichts riskiert. Fahren die Kiste mal nach Hause. Aber wer war eigentlich dieser Typ, der da angerufen hat? Das muss ja dann da irgendein Lakai vom Busimu gewesen sein. Ich schätze mal schon. Also ich muss gestehen, der war mir nicht geläufig. Ich konnte den jetzt nicht zuordnen. Großartig. Ja. Schlau gefahren auf jeden Fall hier.
Ja, aber fein, fein. Also ich denke, damit haben wir uns auf jeden Fall nochmal zusätzlichen Respekt bedient bei, verdient bei den Triaden. Das ist schon alles nicht verkehrt, glaube ich. Hey. Bad week, huh? I'll make it worse for that. Wow. Nice, nice. Ich glaube, jetzt müssen wir ja eigentlich mal wieder ein bisschen brutal fahren. Irgendwie sowas hier. Das ist vielleicht schon fast ein bisschen zu brutal. Oh. Ja, den Zweirad-Doppelbonus wollte ich natürlich holen. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen an der Stelle. Sonst wäre das niemals passiert. Ja, wunderbar. Home sweet home, würde ich sagen. Und schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es nächstes Mal weitergeht mit Wusimu. Vielleicht laufe ich auch hier rein, ich weiß es noch nicht. Ich danke euch jedenfalls erstmal fürs Zuschauen. Sage bis bald in San Fierro. Macht's gut. Ciao.